Schnee an der Kasse, eine Riesenschlange. Steht sie hier am Regal entlang. Bis ich dran bin, dauert es noch stundenlang. Was fang ich in der Zeit bloß an? Ich kann doch jetzt nicht an meinen Nägeln kauen und mir damit den ganzen Tag versauen. Hände, Füße, Augen haben keine Ruhe. Ich schau den Leuten vor mir zu. Vor mir steht eine große Frau und sie lacht, ich seh's genau. Auf ihre Schultern leg ich meine Hände drauf und alle vor mir machen's auch. Bei der Polonaise machen alle mit, durch den Laden Schritt für Schritt, vorbei am Hundefutter und am Rosenkohl. Ich frag mich, hab ich alles wohl? Die Lasagneplatten fallen mir wieder ein. Hey, da vorne, biegt da rechts mal rein. Unsere Polonaise, die ist der Hit. Und Tomatensauce nehme ich auch noch mit. Hier vom Bahnhofsschalter eine Riesenflut von Menschenmassen in der Hitzenglut. Aktenkoffer, Ranzentaschen, Sonnenhut, seriöse Menschen und auch tu nicht gut. Stell ich mich an meiner Schlange hinten dran. Vor mir steht mein Vordermann. Hinter mich gesellt sich einer ganz in Grau. Er lacht, ich sehe es ganz genau. Er legt auf meine Schultern seine Hände drauf. Und beim Vordermann tu ich es auch. Und weiter hinten macht sich schon mal einer schlapp. Und dann geht es ab. Bei der Polonaise machen alle mit. Durch den Bahnhof, Schritt für Schritt. Treppen runter und danach auch wieder rauf. Ob man unbedingt ein Ticket braucht. Auf Gleis 3 fährt der Zug grad ein. Ach, was soll ich denn in Heppenheim? Steig ich einfach hier mal ein. Mossau, da sage ich nicht nein. Hier im Wartezimmer ist was los. Ich warte auf den Zahnarzt, gähle bloß. Und die olle Zeitschrift da auf meinem Schoß, die leg ich wieder auf den Stoß. Das Wartezimmer ist mal wieder brechend voll. Da ruft man auf Herr Unrat, Herr Unrat ruft jawohl. Doch da sagt Frau Ellen Müller, super, toll. Ich war vor ihm da, was das nur soll. Zur Arzthelferin steht ein Junge, der schaut zu mir hin, streckt die Arme aus und lächelt bloß. Und schon geht es los. Bei der Polonaise machen alle mit, durch die Praxis Schritt für Schritt. Herr Doktor, legen Sie sich doch auch mal auf den Stuhl und machen den Mund auf, das ist cool. Und dann ziehen wir weiter durch das Haus, wandern alle zur Tür hinaus. Zum drinnen hocken ist das Wetter viel zu schön, drum lasst uns weiter durch die Straßen gehen. Grasellenbach, da hat mir der Ludwig mein Herz entfacht. Ach, mein Herz entfacht. Als Tarzan hat er mich angelacht, angelacht, angelacht. Als Jane hab ich auch gleich mitgemacht. Was habt ihr denn gedacht? Um es geht Nuff und Nanluna und Rimba und Niva. Die Fasnacht, die ist so fach toll. Und es geht Nuff und Nanluna und Rimba und Niva. Was war mal wieder Sternhage voll.